Willkommen zu Biotechnologie TV, dem Wissensmagazin von biotechnologie.de. Dieses Mal geht es um folgende Themen. Wie Bodenbakterien Antibiotika produzieren. Comics als Marketingidee für ein Laborprodukt. Und im Interview Gründer einer genetischen Partnerbörse. Das Hans-Knöll-Institut in Jena ist nicht nur durch seinen Namensgeber bekannt. Schon vor 70 Jahren ist hier dem Mikrobiologen Hans Knöll erstmals die industrielle Produktion von Penicillin gelungen. Noch heute arbeiten die Forscher dort in dieser Tradition. In ganz normalen Bakterien, die im Boden leben, haben sie nun ein neuartiges Antibiotikum entdeckt. Gefunden haben die Forscher um Christian Herdweg das Antibiotikum im Bakterium Clostridium celluloticum. Und zwar, indem sie sich das Genom der Mikrobe ganz genau angeschaut haben. Wir wussten vorher nicht, dass dieses Bakterium Antibiotika produzieren konnte oder was es überhaupt konnte. Wir hatten nur eine Ahnung, dass es in der Lage sein könnte, aufgrund der genetischen Information, die dieses Bakterium hat. Doch unter normalen Laborbedingungen passierte zunächst erst einmal gar nichts, bis sich die Forscher an den Ursprung der Bakterien erinnerten. Wir haben uns überlegt, dass die Bakterien im natürlichen Umfeld ja mit anderen Substanzen in Berührung kommen als zum Labor, wo man normalerweise Medien verwendet, die aus synthetischen oder reinen isolierten Substanzen bestehen. Und deswegen haben wir dann mal Erdextrakt genommen, also wässrigen Extrakt von Kompost zum Beispiel. Und durch die Zugabe dieses Extrakts wurde dann die Bildung von Antibiotika stimuliert. Für die Forscher war das eine Überraschung. Denn bislang war unbekannt, dass anaerobe Bakterien, also solche, die nur ohne Sauerstoff überleben können, überhaupt Antibiotika herstellen. Mit ihrer Entdeckung haben Christian Herdweg und sein Team nun eine neue Tür aufgestoßen. Das Antibiotikum, das wir gefunden haben, ist in der Struktur völlig neuartig. Und wir vermuten auch, dass es einen neuen Wirkmechanismus gibt deswegen. Und das deutet darauf hin, dass also diese anaeroben Bakterien tatsächlich ganz andere Verbindungen machen als die bislang untersuchten. Und das macht uns zuversichtlich, dass wir da noch mehr finden können. In ersten Labortests machte das neue Antibiotikum sogar multiresistenten Erregern den Gar aus. Nun wollen die Forscher die Substanz noch wirksamer machen und einen Weg finden, auch große Mengen von ihrem Antibiotikum zu produzieren. Mit Comics für die eigenen Produkte Werbung zu machen, das gibt es nicht oft in der Biotechnologiebranche. Der japanische Laborgerätehersteller Dojindo geht diesen Weg und bewirbt ein Produkt mit einem Comicfilm auf YouTube. Unsere Auslese. Mit dem animierten Comic geht der Hersteller Dojindo einen unkonventionellen Marketingweg und bewirbt in dem Video ein neues Laborprodukt auf humorvolle Weise. How've you been? Not so good. Doesn't cell counting stress you out? Nope. Today I get to try something new. Zellen in Reagenzgläsern unterhalten sich über ihre Lebensbedingungen. Das umworbene Kit verspricht beste Voraussetzungen bei Zelltests im Labor. Trotz hübscher Werbeverpackung wird aus dem Produkt vermutlich kein Internet-Video-Hit. Aber als Marketing-Gag funktioniert der Comic dennoch. Ye gods! Hila! This MTT Formazon is killing me! Not me. Liebe ist keine schicksalhafte Fügung. Das will die erste Partnerbörse beweisen, die auch genetische Informationen ihrer Nutzer in die Suche einbezieht. Bei GMatch können Partnersuchende über eine Speichelprobe ein genetisches Profil ihres Körpergeruchs erstellen lassen und ihren potenziellen Partner schon einmal digital beschnuppern. Ich bin jetzt mit GMatch-Gründer Andreas Reichert verbunden. Hallo Herr Reichert. Wie sehr unterscheidet sich denn GMatch von normalen Partnerbörsen? Der Grundgedanke von GMatch ist, dass wir eine Partnerbörse sind, die neben den ganzen sozialen Komponenten, die es ja schon gibt, noch eine biologische Komponente bieten. Und diese biologische Komponente beschränkt sich oder besteht aus Riechen. Das heißt, können wir unseren neuen Partner oder können wir einen Partner überhaupt riechen oder nicht? Und ob wir einen Partner riechen können, das hängt von unserem Immunsystem ab und von dem Immunsystem unseres Partners. Das heißt, hat der Partner oder das Gegenüber ein Immunsystem, das stark unterschiedlich ist von unserem eigenen, so finden wir diesen sehr attraktiv und sehr anziehend. Und das untersucht GMatch, denn diese
Das Immunsystem bzw. die Beschaffenheit des Immunsystems ist im menschlichen Genom kodiert und das sind genau die Bereiche, die wir untersuchen und dann entschlüsseln. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ich habe wissenschaftliche Artikel gelesen und die Artikel haben festgestellt, dass es bei Zebrafischen im Prinzip genauso funktioniert wie bei Menschen. Und dann habe ich von diesem Artikel natürlich weiter recherchiert und bin drauf gekommen, dass es beim Menschen eben genauso ist. Und das fand ich im Prinzip ein wertvolles Tool für Leute, die auf der Suche nach Partner sind und die neben dieser sozialen Komponente noch einen weiteren Objektivitätsfaktor, eine biologische Komponente haben wollen, um einen Partner zu finden. Wer interessiert sich denn für Ihr Angebot? Es machen im Prinzip Leute, die aufgeschlossen sind gegenüber Technik und die keine Probleme oder Berührungsängste haben mit Beispiel Genanalysen oder sonstigen neuen Technologien. Ich denke nicht, dass GMatch für Leute ist, die sehr alternativ sind in ihrem Lebensstil. Ich denke, da haben wir keine Zielgruppe. Aber generell alle Leute, die Technik aufgeschlossen sind, vom, sage ich, 20. bis 75. Lebensjahr. Unsere älteste Nutzerin ist 79. Vielen Dank, Herr Reichert. Das war es auch schon fast wieder von Biotechnologie TV. Die Stadt Jena war übrigens auch der erste Stopp unserer Kreidezeit auf Tour. Hier haben wir mehr über Antibiotika und Bakterien erfahren. Ein Blick auf biotechnologie.de lohnt sich also. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.